Marry Me, du wundervolles Wesen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und auf meinem Kanal. Heute stelle ich dir mal wieder ein heidnisches Fest vor, und zwar Samhain, was wir am 31. Oktober auf den 1. November feiern. Es ist zwar noch ein bisschen bis dahin, aber ich dachte mir, diesmal lade ich mal ein bisschen früher ein Video dazu hoch. Und zwar ist Samhain das Neujahrsfest der Kelten bzw. der Hexen, auch Hexenneujahr genannt. Es ist zwar früher als im normalen Kalender, weil es ja eigentlich erst am 31. Dezember, aber die Kelten, die feiern es halt schon am 1. November, beziehungsweise 31. Oktober, 1. November, halt in der Nacht zum 1. November. Das heißt, dass dort die Pforte zur Anderswelt geöffnet ist, beziehungsweise die Trennung von der Anderswelt und unserer Welt der Lebenden nicht mehr so stark existiert, also da halt ja Kontakt möglich ist, dass die Verstorbenen in unsere Welt können und die Lebenden oder halt die lebenden Menschen kommunizieren können mit den Verstorbenen in der Anderswelt. Und dazu wird dieses Fest halt häufig auch genutzt, weswegen es halt auch das Fest der Toten ist, das Fest der Ahnen. Man gedenkt halt der Ahnen, und es gibt halt auch den Brauch, dass man den Tisch extra noch deckt für die Verstorbenen mit. Also dass man die quasi ja zum Fest einlädt. Ich habe auch mal von einem Brauch gehört, dass man eine Kerze ins Fenster stellt oder eine Laterne, damit die Verstorbenen besser zu einem finden können. Das kann ich dir jetzt aber leider nirgendwo belegen, weil ich es nirgendwo im Internet gelesen habe, aber ich habe es mal gehört. Ebenso wird dieses Fest gerne genutzt, um neue Hexen zu initiieren oder auch deren Ritualgegenstände zu weihen. Das haben wir zum Beispiel auch an dem ersten Samhain, was ich mit meinem Mann, also meinem Hohepriester, gefeiert habe. Da haben wir das halt auch durchgeführt. Und es war, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren. Letztes Jahr habe ich dann meinem verstorbenen Kater, der war ein paar Tage vorher, 2 Wochen vorher gestorben, an den habe ich dann gedacht. Und seitdem steht halt auch immer, wenn Samhain vor der Türe steht, die Kerze, die ich ihm geweiht habe, auf meinem Altar. Ich hätte sie jetzt auch gerne entzündet, aber da ich Angst habe, dass dann irgendwas von mir oder meinen Haare lichterloh stehen, habe ich sie nicht angezündet. Aber hier siehst du sie wahrscheinlich jetzt, wenn ich mich ein bisschen nach hinten lehne. Das ist diese rote Kerze. Ich habe halt rot genommen für das Leben, weil rot symbolisiert ja auch das Leben wegen Blut. Ich fand die sehr passend. Und die zünde ich dann halt auch gerne immer an. Und ich habe letztes Jahr, um meinen Kater loszulassen, ein Foto von ihm verbrannt. Natürlich ganz sicher in meinem Kessel, damit nichts anderes brennt, mit offenem Fenster. Sonst würden wahrscheinlich die Rauchmelder losgehen. Was du auch machen kannst, alten Ballast loswerden, also den du nicht mit ins neue Jahr nehmen willst. Das heißt, du schreibst eine Liste mit Dingen, die du halt von dir nicht ins neue Jahr mitnehmen willst. Und diese verbrennst du dann in einer ja, feuerfesten Schale oder halt auch in deinem Kessel. Ich mache das in meinem Kessel. Das habe ich auch vor 2, 3 Jahren gemacht. Und danach fühlst du dich viel freier. Und die Asche, die kippt man dann in ein fließendes Gewässer, also in ein lebendiges Gewässer. Und ja, dann sollte hoffentlich dein Ballast, den du mit dir herumgeschleppt hast, ja, nicht vergessen sein, aber damit sollte dir ein wenig geholfen sein. Natürlich musst du auch selbst ein bisschen dafür tun. Dann wollte ich auch noch erzählen, was man oder wie man den Altar für diese Zeit schmücken kann. Und zwar ist sehr passend, einen Kürbis oder Kürbisse auf deinen Altar zu legen. Oder eben auch Nüsse, Kastanien, Eicheln, Laub. Manche legen auch Knochen oder Schädel hin. Ich hab's nicht so mit dem Knochen- und Schädelkult, gefällt mir nicht so. Deswegen wirst du das nicht auf meinem Altar finden. Aber hier an der Seite habe ich Kastanien, Nüsse und Eicheln. Eigentlich waren es viel mehr, aber mein Kater verschleppt die gerne. So, kleiner Hinweis am Rande, so kleine Info am Rande. Mein Kater, der spielt sehr gerne damit. Dem ist nichts von meinem Altar heilig, leider. Aber ja, so ist halt Lilleproa, ein Bengalmix, sehr verspielt. Dann gibt es halt auch noch den Brauch, um Feuer zu tanzen oder überhaupt Feuer zu entzünden. Deswegen sind Kerzen auch sehr gut auf dem Altar. Das Feuer soll Licht und Wärme in die kalte und dunkle Jahreszeit mit hineinbringen und uns vor schädlichen Einflüssen schützen oder halt auch schädliche Geister. Genauso soll
ein geschnitzter Kürbis mit Feuer darin oder Licht darin auch die schädlichen Geister oder die, die uns schlecht wollen, vertreiben, verscheuchen. Ebenso ist diese Nacht sehr gut geeignet, um zu orakeln. Du kannst deine Tarotkarten legen, wenn du nicht ganz weißt, wie das geht. Ich habe dir eine kleine Anleitung abgedreht vor ein paar Wochen und diese hier kannst du hier oben bei dem i, ich weiß aber nie, ob links oder rechts, vielleicht wahrscheinlich eher hier, kannst du hier oben finden. Ich verlinke es dir dort oben. Kannst du dir sehr gerne anschauen. Genauso habe ich auch letzte Woche was übers Pendeln gedreht. Das verlinke ich dir auch hier oben. Und natürlich in der Infobox, da findest du es auch wieder. Du kannst es zum Orakel nutzen. Was sehr beliebt ist, ist das Apfelorakel in dieser Nacht. Und zwar gehst du in einen Raum mit einem Spiegel und drehst dich mit dem Rücken zu ihm. Und dieser Raum darf entweder nur mit einer Kerze oder dem Mond beleuchtet sein. Dann nimmst du einen Apfel und schneidest ihn in 9 Stücke. 8 Stücke davon isst du. Das 9. Stück wirfst du über deine linke Schulter nach hinten und drehst dich dann mit dem Kopf nach links um und siehst dann in dem Spiegel ein Bild oder ein Symbol, was deine Frage beantworten wird. Ganz vergessen zu erwähnen, dass du natürlich, bevor du dich da hinsetzt, sammeln solltest und dir eine Frage ausdenken solltest, die du gern beantwortet hättest. Ja. Genau, das sollte man nicht vergessen. Das ist natürlich wichtig. Sonst kannst du noch so viel darin sehen und du weißt nicht, worauf das die Antwort ist. Wie du halt schon gemerkt hast, geht es bei Samhain, oder ich spreche es vermutlich anders aus, bitte verzeih mir das. Vielleicht wird es anders ausgesprochen, Samhain oder irgendwie so. Ich glaube ja, aber ich sag Samhain. Dreht es sich halt sehr um Leben und Tod, vor allem um Tod. Halt um Transformation, aber der Tod ist kein Ende, sondern ein Neubeginn, wie ich dir schon oft gesagt habe. Es geht halt um Tod, Transformation, Ende, Neubeginn, deswegen halt auch Hexenneujahr oder überhaupt das Neujahr der Kelten. Und ja, der Tod birgt kein Ende und dieses Fest soll uns auch, uns Menschen helfen, die Angst vor dem Tod zu verlieren. Auch dadurch, dass wir Kontakt mit den Ahnen aufnehmen können, mit dem Toten aufnehmen können. Wobei ich davon abrate, ja wirklich mit ihnen kommunizieren zu wollen. Das endet nie gut. Schon selbst negative Erfahrungen damit gemacht. Also lass das besser sein, Fragen zu stellen und ja wirklich eine Antwort von den Toten direkt zu erwarten oder irgendwie ähnliches. Also nicht in den Dialog zu treten, sondern du kannst auch sehr gut einfach irgendwie eine Nachricht ins Jenseits, in die Anderswelt schicken, an einem Toten, an einen Ahnen. Und ja, ich bitte halt auch immer um Beistand und bedanke mich auch dafür, dass sie mich schon so lange begleitet haben und dass mir noch nichts Schlimmes passiert ist und ja, dass sie halt tatsächlich Beistand mir geleistet haben und dafür danke ich auch an jedem Samhain und vielleicht kannst du das auch oder vielleicht möchtest du das auch machen. Ja, glaube nicht verkehrt, weil man das eigentlich so meistens als selbstverständlich sieht, dass man irgendwie von seinen Ahnen begleitet wird und von ihnen geschützt wird oder ähnliches. Dann habe ich jetzt auch schon sehr viel geredet und ich denke mal, ich habe soweit alles gesagt. Sollte irgendwas noch für dich offen sein, stell mir deine Frage gerne in den Kommentaren. Ich versuche es so gut wie möglich zu beantworten und es tut mir leid, wenn ich irgendwie gerade das, was dich interessiert, an dem Fest vergessen habe. Ich habe jetzt so viele Informationen hier in dieses Video reingehauen, wie es nur ging, denke ich mal. Auch wenn ich mich das ein oder andere Mal ein bisschen vielleicht vertan habe, wie bei der Apfelmagie, wo ich vergessen habe, dass du am Anfang dir natürlich eine Frage ausdenken solltest, die dich interessiert, die du beantwortet haben möchtest durch die Apfelmagie. Ich verlinke dir auch in der Infobox meine vergangenen Videos zu heidnischen Festen und ja, ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Zusehen und wünsche dir ein wundervolles Samhain. Hier auf der Seite kannst du natürlich mein letztes und vorletztes Video dir anschauen, wenn du möchtest. Auf dieser Seite kannst du mich kostenlos abonnieren. Wenn du das noch nicht getan hast, mach es gerne. Es tut auch immer noch nicht weh, mich zu abonnieren. Bis dahin eine wundervolle Zeit. Blessed be!